Und die Leute von Al-A'raf werden die Leute rufen, die sie anhand ihrer Zeichen, anhand ihrer Gesichter erkennen. Was werden sie zu ihnen sagen? Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Was hat euch euer Zusammentreffen, dass ihr etwas zusammengebracht habt? Was hat euch das genützt? Was hat euch genützt, dass ihr so viele Soldaten hattet, die den Islam bekämpft haben? Was hat euch genützt, dass ihr euch immer versammelt habt und gegen den Islam Pläne geschmiedet habt? Was hat euch genützt, dass ihr euch zusammengetan habt und euch über die Gläubigen lustig gemacht habt? Was haben euch eure Kinder und euer Vermögen genutzt? Was hat es euch genützt? Und dass ihr hochmütig wart, dass ihr über die Gläubigen gelacht habt, dass ihr euch lustig gemacht habt über das Höllenfeuer. Was hat euch dieses alles genützt? Heute seid ihr im Höllenfeuer. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Was hat euch dieses alles genützt? Und dass ihr so hochmütig gewesen seid. Schaut mal, wie die anderen sich über uns lustig machen. Wie sie über unser Gebet lachen, das haben sie damals schon in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie sie sich darüber lustig machen, dass wir beten, dass wir fasten, dass wir das Gute tun, dass wir das Schweinefleisch nicht essen, dass wir den Alkohol nicht trinken. Sie machen sich lustig. Was wird ihre Folge sein? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das im Koran. Allah erwähnt das im Koran. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und am Tage der Auferstehung wird sie das umfassen, bedeutet das Höllenfeuer, worüber sich die Kuffar lustig gemacht haben. Sie machen sich lustig hier. Und genau das, worüber sie sich lustig gemacht haben über das Säulenfeuer, wird sie Yawmul Qiyamah erfassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yanaluhumullahu birahma, udukhulu aljannah, la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Und was diejenigen anbelangt, über die ihr Kuffar, Verbrecher, euch lustig gemacht habt, und wo ihr gesagt habt, diese Leute werden nicht in das Paradies hereinkommen, dieses Paradies ist nicht für diese Leute, so wird zu ihnen gesagt werden, von den Leuten von Ashabul A'raf, es wird ihnen gesagt werden, habt ihr euch über diese Leute lustig gemacht? Habt ihr euch über die Paradiesbewohner lustig gemacht? Die arme Leute waren, die schwache Leute waren, die nicht so viel Kraft hatten, habt ihr euch über sie lustig gemacht? Und ihr habt geschworen, Allah wird nicht mit ihnen barmherzig sein. Dann wird Allah sagen, Udukhulul Jannah, la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Betretet das Paradies, o ihr Leute, über die sich die Kuffar lustig gemacht haben. Betretet das Paradies, ihr sollt an diesem Tag weder ängstlich noch traurig sein. Allahu Akbar. Das ist der Tag, an dem du erfolgreich sein wirst, o Diener Allahs. Ashabul A'raf, die genauso viele gute Taten wie schlechte Taten hatten, mussten erstmal eine lange Zeit abwarten und sie haben an diesem Tag kräftig gezittert, wo sie reinkommen werden. Allah wird sie in letzter Konsequenz in das Paradies eingehen lassen. Subhanallah, was für ein barmherziger Herr. Und noch eine Sache, o Diener Allahs. Wer sind denn die Paradiesbewohner? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Ala ukhbirukum bi ahli al-Jannah, soll ich euch nicht etwas berichten über die Leute, die das Paradies betreten werden? Kullu da'ifin mutada'if. Es ist ein jeder, der schwach ist. Es ist ein jeder, der arm ist. Es ist ein jeder, der unbedeutend ist, bei den Leuten keine Stellung hat. Diese sind die Leute des Paradieses, sie werden den größten Anteil im Paradies bilden. Kullu da'ifin mutada'if idha aqsama 'ala Allah. Wenn er bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch diese Bitte erfüllen, worum er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat. Das ist der große Moment für einen jeden Paradiesbewohner. Und er sagte, Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, soll ich euch über die Leute des Höllenfeuers berichten? Die Sahaba waren gestaunt, wer sind die Leute des Höllenfeuers? Er sagte, kullu utullin, es ist ein jeder, der grob ist, in seiner Art, gewalttätig, Jawad, der stolz ist, Mustakbir, hochmütig. Das sind die Leute der Hölle. Und ich sage zu jedem, wenn du diese Eigenschaften hast, hast du die besten Eigenschaften, um in das Höllenfeuer hereinzugehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Und ich beende, liebe Geschwister, hört, wie der Zustand der Höllenbewohner ist. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Und die Höllenbewohner werden zu den Paradiesbewohnern sagen, schüttet etwas Wasser über uns. Wir können diese Hitze nicht mehr ertragen. Schüttet etwas Wasser über uns. Oder das, womit Allah euch versorgt hat. Hauptsächlich, wir erfahren eine Kühlung nach dieser gesamten Hitze. So antworten die Paradiesbewohner, Allah hat diese Dinge für die Kuffar verboten. Jetzt beschreibt Allah, wer diese Leute sind. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie jetzt, das sind diejenigen, die ihre Religion als Ablenkung genommen haben. Was wir heutzutage sehen.
Die Leute nehmen ihre Religion nicht ernst. Das ist eine Eigenschaft derjenigen, die ungläubig sind, o Diener Allahs. Sie verprempeln ihre Zeit. Sie lenken sich ab. Und was machen sie noch? Sie spielen herum. Sie spielen herum. Ey Wallah, wozu ist diese Dunya da, wenn nicht, dass du gute Taten sammelst? Dass du gute Taten sammelst, aber das Rumspielen. Ja, was wird dich das bringen? Das ist eine Eigenschaft von denjenigen, die nicht an Allah glauben. Alladhina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Sie haben ihre Religion zum Spiel genommen. Wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Und das diesseitige Leben hat sie getäuscht. Hat sie getäuscht. Allahu Akbar. Wie viele von uns sind getäuscht? Ey Wallah, wenn es um Geld geht, er ist der Erste. Wenn es um Arbeit geht, er ist der Erste. Wenn es geht, für die Familie was zu machen, er ist der Erste. Aber ist er der Erste beim Gebet? Ist er der Erste beim Fasten? Ist er der Erste beim Lesen des Koran? Nein, diese Dinge interessieren ihn nicht. Er ist von dieser Dunya verblendet. Er ist von dieser Dunya verblendet und deswegen wird Allah Azza wa Jal ihn Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft ziehen. Sie sagen, höre zu, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Leute haben sich durch Ablenkung und Spiel in die Irre führen lassen. Und die Dunya hat sie verirrt, hat sie getäuscht. So werden wir sie heute vergessen, sagt Allah. Wen? Diese Mujrimin, diese Verbrecher, wir werden sie heute vergessen. Bedeutet bestrafen, so wie sie uns in der Dunya vergessen haben. Du vergisst Allah, aber Allah vergisst dich nicht, Yawm al-Qiyamah. Und dafür, dass sie unsere Zeichen für Lüge erklärt haben, sie haben nicht an unsere Zeichen geglaubt. Und ich möchte meine Geschwister, die ich für Allah so sehr liebe, nur eins klar machen. Diese Dunya, jeder bekommt sie von Allah. Wenn du ein Kafir bist, wenn du ein Munafiq bist, wenn du ein Gläubiger bist, jeder bekommt seinen Anteil von der Dunya. Aber wer bekommt als einziger einen Anteil am Jenseits? Und hier merkst du, dass diese Dunya bei Allah keinen Wert hat. Wallahi, nicht mal den Flügel einer Mücke hat diese Dunya bei Allah Wert. Aber schau, Yawm al-Qiyamah, wie die Gläubigen geehrt werden. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. An diesem Tag werden wir die Gläubigen wie eine geehrte Gruppe behandeln. Sie werden reiten zum Versammlungsort gehen. Sie werden reiten zum Versammlungsort kommen. Und wir werden die Verbrecher wie eine Viehherde in Jahannam hereintreiben. Hast du einmal gesehen, wenn ein Bauer sein Vieh zu einem Ort treibt, so werden sie in das Höllenfeuer hereingetrieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allen Fittern hier bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft geben, dass wir unsere Religion praktizieren können bis zum Ende. Möge Allah azza wa jalla nicht er unsere Seelen nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.